Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen Apfelkuchen und zwar heißt der bei uns im Rezept Apfelkuchen nach Omas Art. Dazu brauchen wir Mehl, Zucker, Margarine oder Butter, Eier, Äpfel natürlich und jeweils ein Päckchen Vanillezucker und ein Päckchen Backpulver. Ja, und schon geht's auch los. Als erstes muss die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig gerührt werden. Dazu alles in eine Rührschüssel geben und mit dem Rührgerät verrühren. Wenn das alles schön schaumig miteinander verrührt ist, schlagen wir nach und nach die Eier rein. Und rühren die eben unter. Wenn die Eier untergerührt sind, dann gibt man am besten löffelweise, damit es nicht gleich so staubt und vor allen Dingen, damit sich das Mehl auch gut mit dem Rest verbindet oder der Rest des Teiges gut mit dem Mehl verbindet, immer mit dem Löffel ein wenig Mehl rein. Es geht dann schon ein bisschen schwerer zu rühren und den Restmehl, den kann man dann am besten aus der Schüssel kippen. Und auch am Rand überall gucken, dass das Mehl gut unter den Teig gerührt wird. Damit der Kuchen auch gut aus der Springform wieder rausgeht, ist es ganz, ganz wichtig, diesen gründlich einzufetten, besonders den Rand und unten den Falz. In die eingefettete Springform wird jetzt der Kuchenteig gefüllt und glatt verstrichen. Um den Kuchenteig jetzt richtig glatt zu verstreichen, kann man am besten einen Tortenheber nehmen. Das ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, wenn man dann Torten macht und Sahne oder irgendetwas, eine Füllung drauf verstreichen muss. So ein Tortenheber ist da eigentlich immer ideal für. Wenn der Teig eingefüllt ist, dann geht es weiter mit den Äpfeln. Die Äpfel müssen geschält werden, geviertelt, ja, entkernt sowieso. Wie das genau geht, das zeigen wir euch jetzt. Das Apfelviertel, wenn das entkernt ist, wird jetzt auf der Rückseite längs eingeschnitten. Das zeigen wir euch gleich nochmal.
Dabei nur nicht in die Hände schneiden. So, jetzt haben wir den ersten Apfel geschält und den können wir auch schon mal in den Teig legen. Und zwar braucht der nicht ganz eingedrückt werden, sondern so wie ihr seht, nur ein bisschen fixiert werden. Ja, und jetzt geht's weiter mit den anderen Äpfeln. Die Anzahl der Äpfel ist natürlich so, wenn man kleinere Äpfel hat, braucht man mehr. Ansonsten reichen 3 bis 4 Äpfel vollkommen aus für den Kuchen. Nehmt etwas säuerliche Äpfel. Das ist nachher insgesamt besser für den Geschmack, als wenn man zu süße nimmt. Wenn die Form dann gut ausgelegt ist, dann kommt der Kuchen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 30 bis 45 Minuten in den Backofen auf mittlerer Schiene und wird ausgebacken. Zum Abschluss wird der Kuchen dann noch mit Puderzucker bestreut, aber das zeigen wir euch nachher. So, jetzt sieht der Kuchen schon richtig toll aus. Er kommt jetzt aus dem Ofen, ist ein bisschen abgekühlt und wird jetzt nur noch mit Puderzucker bestäubt. Und dann kann man ihn auch schon mit, ja, entweder so oder mit ein bisschen Schlagsahne genießen. Wir wünschen guten Appetit und wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch oder einen Kommentar freuen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ja den Kanal abonnieren.